Ja, ich könnte jetzt in der Tat auch zu allem sprechen, aber ich möchte, wie wir es vereinbart haben, zur Geschäftsordnung reden, was Sie, Frau Mast, nicht getan haben. Und es ist auch eine Irreführung, der Öffentlichkeit, zu sagen, auch wir grüßen herzlich den ukrainischen Parlamentspräsidenten im Namen der Fraktion Die Linke, ist aber eine Irreführung, so zu tun, als ob es hierum gehen würde, jetzt konkret der Ukraine zu helfen. Das ist eine Irreführung des Parlaments. Ich möchte zum Zweiten festhalten, dass wir im Ältestenrat in der vorletzten Sitzung uns interfraktionell noch mal bekräftigt haben, insbesondere Sie, dass wir in Haushaltswochen keine anderen Anträge außer Haushaltsberatung führen würden. Und jetzt schlagen Sie vor, dass wir mal ebenso das Grundgesetz in dieser Woche ändern. Das ist absolut unglaubwürdig, was Sie dort gesagt haben. Ich möchte daran erinnern, dass der Bundestag am Montag seine Fraktions- und Gremiensitzungen haben. Dort waren Sie nicht in der Lage, den anderen Fraktionen mitzuteilen, weil Sie dort im Hinterzimmer irgendwie noch mit der CDU rumdealen mussten oder was weiß ich, dass wir das hier machen. Am Dienstagmorgen um 8 Uhr war eine interfraktionelle PGF-Runde angesetzt, die von Ihnen abgesagt worden ist. Und erst einige Stunden später haben Sie den Fraktionen mitgeteilt, dass wir diese Woche das Grundgesetz ändern wollen und 100 Milliarden Euro Aufrüstungssondervermögen hier beschließen wollen. So geht es überhaupt nicht. Und um das mal in Relation zu setzen, weil ich hier, ja, um das mal in Relation zu setzen, möchte ich zur Geschäftsordnung weiter ausführen. Sie haben vorgeschlagen, heute die Grundgesetzänderung plus 100 Milliarden Euro Sondervermögen in 78 Minuten Debatte hier abzuhandeln, heute Nachmittag. Ich möchte, um das mal in Relation zu setzen, was 100 Milliarden Euro bedeuten im Beratungsverfahren hier im Bundestag, mal Folgendes sagen. 100 Milliarden entsprechen in etwa dem Umfang folgender Einzelpläne. Innen, Justiz, Finanzen, Wirtschaft und Klimaschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Digitales und Verkehr, Auswärtiges Amt, Jugend und Familie. Das sind in etwa 8 Einzelpläne im Umfang von 100 Milliarden Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich daran erinnern darf, haben wir uns für diese Haushalt 12 Stunden Beratungszeit in dieser Woche genommen. Bei der Einbringung 12 Stunden macht zusammen 24 Stunden plus hunderte von Stunden, die die Haushälterinnen und Haushälter, die Berichterstatter im Haushaltsausschuss um jeweils Zehntausende von Euro diskutiert und gefalscht haben. Diese Relation stimmt überhaupt nicht, wie die hier vorgehen. In keinster Weise. Das ist völlig unangemessen, um das hier auch in aller Klarheit zu sagen. Denn in der Tat, Herr Kanzler, es geht hier um eine Zeitenwende, die Sie offenbar ja begrüßen. Ich weniger, aber es ist eine Zeitenwende, in der Tat, das will ich schon sagen. Und das dann mal in 78 Minuten hier abzuhandeln, ist der Sache nicht angemessen. Und zum anderen will ich, ja, Frau Strack-Zimmermann, die große Militärsachverständige, Sie werden wahrscheinlich für 200 Milliarden am besten schon am Mittwoch hier durchsetzen, kann ich nicht ernsthaft darauf eingehen. Ich rede hier zum Verfahren, und so geht dieses Verfahren nicht. Und im Übrigen ist es auch völlig unseriöse Parlamentsberatung hier, 100 Milliarden Euro hier jetzt also für die Aufrüstung rauszuballern und nicht einen Deckungsvorschlag zu machen, wie das Ganze eigentlich finanziert werden soll. Und ich sage Ihnen, das wird auf Kosten des Sozialstaates gehen, das wird auf Kosten von Bibliotheken, der Pflege und alles andere mehr gehen, weil Sie nämlich gleichzeitig die Schuldenbremse nächstes Jahr wieder einsetzen werden. Das müssen Sie sich insbesondere von den sozialdemokratischen Freunden fragen lassen. So ein unsauberes Schmuddelverfahren machen wir nicht, denn es geht in der Tat hier um eine Zeitenwende. Vielen Dank.